Schönen Freitagabend bei heute konkret, das sehen Sie jetzt. Diskontbrillen im Test, der Vergleich mit den Maßbrillen. Margarinestreit, Konsumentenschützer verlieren gegen Lebensmittelkonzern und ausgedampft ab 2018 Pro und Contra E-Zigaretten. Die Butter am Brot oder Semmel gehört zu einem guten Frühstück einfach dazu. Dabei bekommt der Klassiker immer mehr Konkurrenz. Mit Bezel Proaktiv gibt es schon eine Margarine am Markt, die Cholesterin aktiv senken soll. Der deutschen Konsumentenschutzorganisation Foodwatch ist die Werbung dafür aber zu irreführend. Schon seit Jahren wird deshalb mit dem Hersteller Unilever gestritten. Vor Gericht haben die Konsumentenschützer aber verloren. Jetzt fordern sie von der EU-Kommission, Bezel die Zulassung zu entziehen. Lisa Lind. Es sind drei Worte, die die Verbraucherschützer von Foodwatch in Rage bringen. Bezel Pro aktiv. Bezel Proaktiv ist eher ein Medikament als ein Lebensmittel. Deshalb gehört es auch eher in die Apotheke als in den Supermarkt. Der einzige Grund, der mir plausibel erscheint, warum Unilever hier einen anderen Weg geht, ist, dass es ja viel leichter ist, ein Produkt als Lebensmittel auf den Markt zu bringen. Als Medikament müsste da ein aufwendiges arzneimittelrechtliches Zulassungsverfahren erst einmal durchlaufen werden. Im Jahr 2008 wurde Bezel Proaktiv EU-weit als Lebensmittel zugelassen. Auch Christoph Baumgärtel von der AGES saß im Entscheidungsgremium. In dem Fall ging es darum, ob diese Produkte Cholesterin senken können. Und wir haben dann im Rahmen eines europäischen Bewertungsverfahrens sehr schöne Studien an und für sich damals gesehen, eine große Zahl an Studien, die relativ eindeutig gezeigt hat, dass Pflanzensterole und auch Stanole den Cholesterinspiegel um 10-15% senken können. Dass Bezel wirkt, darüber sind sich alle Beteiligten einig. Nur bei der Frage, für wen das Produkt wirklich sinnvoll ist, da scheiden sich die Geister. Die wird gekauft von einer Person in der Familie, die vielleicht tatsächlich ein Cholesterinproblem hat. Aber die steht dann eben auf dem Frühstückstisch und das Ergebnis ist, alle greifen zu. Vielleicht spielen auch die Kinder damit an ihren Blutwerten herum, die das überhaupt nicht nötig haben. Und gerade für diese Menschen gibt es besonders Hinweise auf mögliche Nebenwirkungen und das ist der entscheidende Punkt. Das sieht der Hersteller allerdings anders. Studien zeigen oder Zahlen zeigen einfach, dass der Konsum von anderen Leuten, die jetzt keine erhöhten Cholesterin haben und eben Bezel Proaktiv trotzdem nehmen, wirklich extremstens gering ist. Also und wenn jemand trotzdem eben gesunde Margarine zu sich nehmen möchte und keinen erhöhten Cholesterin hat, dann ist da eben ein anderes Produkt wie Bezel auch auf dem Tisch. Außerdem stünde ohnehin auf jeder Packung, dass dieses Produkt nicht für Menschen bestimmt sei, die ihren Cholesterinspiegel nicht zu kontrollieren brauchen. Nebenwirkungen gäbe es aber auch in diesen Fällen keine, denn die Wissenschaft sagt relativ klar, man kann nicht einen zu niedrigen Cholesterin haben. Man muss aber auch nicht auf Bezel zurückgreifen, um sich gesund zu ernähren. Es ist sicherlich nicht notwendig, dass jeder oder jede diese Margarine mit Pflanzensterinen zu sich nimmt. Denn es ist sicherlich sinnvoller, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Wenn jemand einen behandlungsbedürftigen hohen Cholesterinspiegel hat, so werden in der Regel Medikamente eingesetzt, deren Sicherheit und Wirksamkeit sehr gut untersucht sind. Fazit: Egal wie die Cholesterinwerte aussehen, Bezel Proaktiv ist für niemanden ein Muss. Die Verbraucherschützer fordern von der EU-Kommission eine Neubewertung der Zulassung. Es kann natürlich jetzt im schlimmsten Fall dann schon dazu führen, dass man sagt, die Anwendung ist so diffizil dieses Produktes, wäre vielleicht als Arzneimittel doch besser aufgehoben als Lebensmittel im Supermarkt. Aber das wird man sich anschauen müssen und da kann ich jetzt natürlich noch nicht vorgreifen. Dass die Zulassung tatsächlich entzogen wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Bei mir im Studio begrüße ich Heinz Schöffel, Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Wien. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Schöffel, jetzt schafft es die Werbung so oft, dass wir denken, das schmeckt gut, dieses Lebensmittel, sondern manchmal auch, das ist auch noch gesund. An und für sich gibt es eine Verordnung EU-weit seit 2006, dass irreführende Bemerkungen einfach nicht, also einfach genau, verboten sind. Ist diese Verordnung, wird die eingehalten? Es ist so, die Verordnung sagt, die gesundheitsbezogenen Angaben müssen zugelassen sein. Man muss ein Verfahren durchlaufen, es wird wissenschaftlich geprüft, so wie das halt in diesem Fall auch damals gemacht wurde. Und man kommt dann zum Schluss mit diesem Inhaltsstoff in dieser Menge
hat es diese Wirkung und dann darf man das auch sagen. Und viele aber dieser Botschaften, die vorher auch auf dem Markt waren und die beantragt wurden, wurden aber abgelehnt nach dieser wissenschaftlichen Prüfung. Und das ist aus unserer Sicht natürlich auch sehr gut. Das sind ja mehrere Tausend, haben ja da um Genehmigung angesucht. Wie viele sind übrig geblieben? Es sind bis jetzt 222 zugelassene Angaben, dürfen am Markt sein. Und alles, was derzeit eben hier rausfällt, dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Es gibt noch einen Prozess, wo man sich mit Pflanzeninhaltsstoffen beschäftigt. Die sind sozusagen noch nicht geprüft. Da waren ja über 20.000 Anträge. Das heißt, das muss ja erst einmal bearbeitet werden. Aber für uns auch wichtig ist, dass einfach hier auf diesem Markt sozusagen eine Ordnung eingekehrt ist und klar ist, was ist zulässig und was ist nicht zulässig. Schauen wir uns ein paar Formulierungen an. Zum Beispiel, die man finden kann auf Lebensmitteln. Schützen vor oxidativem Stress. Da habe ich das Gefühl, ich werde gleich jünger, wenn ich das esse. Das wird unmittelbar nicht so der Fall sein, aber das ist zum Beispiel zugelassen für Polyphenole im Olivenöl, wenn die eine bestimmte Menge sozusagen auch enthalten. Dann, aber schützt wird das nicht als Esserin vor, naja, vor Stress? Es ist diese Funktion, dass es zum Schutz der Blutlipide vor oxidativem Stress beiträgt, die ist wissenschaftlich gesichert und die darf man dann auch sagen. Ob Sie das dann für wichtig halten, ist eine andere Sache. Und wie gesagt, aber das muss zumindest stimmen. Also die Lipide, nicht ich selbst. Dann gibt es den Ausdruck bekömmlich. Hier hat es aber, hier hat man verloren, weil das hat man auch bei Wein einmal verwendet. Es sind die gesundheitsbezogenen Angaben, die jetzt zugelassen sind, darf man verwenden. Bekömmlich war da nicht dabei. Und noch dazu ging es da um ein Produkt, an Wein, der als alkoholisches Produkt überhaupt keine gesundheitsbezogenen Angaben tragen darf. Daher ist das für den Wein natürlich abgelehnt worden, beziehungsweise ist dann natürlich auch widerrechtlich am Markt, wenn jemand seinen Wein so auslobt. Und momentan, glaube ich, gibt es auch irgendwie einen gibt's Fall auch fürs Bier. Wegen eines Bieres. Genau, dann hat man gesagt, das ist auch bekömmlich, aber da gilt natürlich dasselbe. So, ohne Zuckerzusatz, da habe ich natürlich das Gefühl, es ist gar kein Zucker drinnen. Auch falsch. Das ist natürlich auch falsch. Wenn ohne Zuckerzusatz ausgelobt wird, das ist übrigens eine nährstoffbezogene Angabe, keine gesundheitsbezogene Angabe, dann kann natürlich ein Zucker enthalten sein, der aus den Rohstoffen stammt. Daher muss der Konsument halt da bei diesen Formulierungen natürlich besonders aufpassen. 0,1% Fett, da nehme ich an, das ist besonders kalorienarm. Genau, da darf man einfach nur annehmen, dass es nur 0,1% Fett hat. Also alle anderen Dinge, die ein bisschen mitschwingen, und davon lebt das Marketing natürlich leider auch, das darf man hier nicht annehmen. Das heißt, dass so ein Produkt dann nicht notwendigerweise auch ganz energielos ist, das darf man hier nicht vermuten. Da müsste energiearm stehen sozusagen. Da müsste dann zusätzlich energiearm stehen. Proteintrink, ist das erlaubt? Als wenn Protein drinnen ist, kann ich das natürlich so nennen. Wenn auf den erhöhten Proteingehalt hingewiesen wird, dann müssen auch bestimmte Erfordernisse erfüllt sein. Das muss dann 12% Protein enthalten, damit man das zumindest dann als mit viel Protein bezeichnen darf. Auf jeden Fall müssen die Angaben, was die Nährwerttabelle betrifft, die müssen stimmen. Ab Dezember 2016 gibt es da die genaue Vorschrift und das werden wir und vor allem Sie im Auge behalten. Es ist so, dass es auch heute schon natürlich Nährwertetikettierung gibt. Die sollte man natürlich auch immer begleitend beachten. Dann ab 2016 wird es für alle Produkte verbindlich sein. Hoffentlich antioxidativer Stress für Sie. Danke fürs Kommen ins Studio. Danke.